Glaube ich gerne. Ich meine, warum kannst du das machen, ne? No report this time. Be careful. Weil sie denken, ich bin zu blöd, selber zu jagen? Genau, ja. Und ich frage mich jetzt, warum bringt das aufs Klo? Weil er gerne mit den Dingern spielt und auf der Toilette läuft das Ding nicht weg. Es kann sich nicht verstecken. Ja, es ist ein also kleiner ein Raum. Also auch noch faul. Ich möchte spielen, aber nicht zu viel. Ich möchte cheaten. es ist ein kleiner Raum, den er ziemlich kontrolliert tatsächlich. Und die blöde Maus verschwindet nur. Du bist abgehackt. Ja, ich weiß. Diese Woche sollte auch der Med ankommen. Ah, ich hatte übrigens noch eine E-Mail bekommen, die hat er bestimmt auch heute bekommen vom Alex. Licht ist an. Ich habe noch nicht geschaut. Meinst du die Mail mit, dass wir ihn unterstützen sollen? Ja, ja. Aber ich habe ihn ja schon unterstützt. Ich habe schließlich was bestellt. Wir müssen, wir müssen unsere Unterstützung erst leer kriegen. Ja, ja, das wird noch eine Weile dauern. Auch, das dauert auch noch. Das sind ungefähr noch, ich glaube, 8 oder 9 Flaschen von 12. So viel Met kippt man sich ja dann doch nicht hinter. Nein. Aber er schmeckt unheimlich lecker. Er schmeckt unheimlich lecker. Sag ich doch. Ja. Welchen hast du jetzt? Also, ich habe durch den Erdbeer-Limette, ich habe den Erdbeer, ich habe den roten Kusan habe ich jetzt hier, ich habe den Elfentrunk. Ah, Elfentrunk. Ja, das ist mit Mandellikör. Schmeckt sehr gut, also wie gesagt, boah, der schmeckt unheimlich. Der riecht wie Glühwein mit Amaretto. Unterstützt schneller, los, los, los. Alles klar. Glühwein mit Amaretto, das ist quasi so, du riechst dran und kippst um. Ja, so ungefähr. Also wie gesagt, boah, der ist gut, aber trotzdem, das, boah. Kruzifix-Zeuge und Foto. Gut, gut. Warum stehe ich eigentlich rum? Ich kann ja reingehen. Ich gehe mal in den Keller. Da war ich gerade. Also, achso, gut, dann gehe ich nicht in den Keller. Nein, da habe ich den angemacht. Hey, Baby. Na. Also die Garage hat 12 Grad, die können wir mal ausschließen. Das ist gut. Oben hat alles so um die 9 Grad bis jetzt. Die SS-Zimmer ist bei 9,3 würde ich eigentlich auch ausschließen. Wir hatten schon lange keinen mehr in der Küche. Ja, und auch keinen mehr in diesem kleinen Räumchen. Ich würde es aber auch ausschließen, 11,5. Bestimmt die Waschküche. 13. Ach ja. Minus gerade oben. Es ist wieder der Raum oben. Welcher? Der Raum. Der eine Raum. Der eine Raum. Dieser Raum. Damals, als ich in diesem Raum war. Oh ja. Dieser eine Scheißraum hier in der Ecke. Schlafzimmer. Ich wollte gerade sagen, das Klo ist es nicht. Nein, da hinten um der Ecke. Der Raum oben ist nicht. Oh, da ist er. Da ist er. Hat eine Angst. Kann ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ich habe die einzige Videokamera, die keine Bilder macht. Hinten ganz durch. Irgendwo, keine Ahnung. Ja, stand da. Ja, aber wir werden schmutzige Geister-Event hast genau du. Hier. Ja, wo du bist, hier stand er gerade. Hier in der Kartine. Geister-Event haben wir schon durch. Wo bist du? Ich habe ich hab das schmutzige Wasser fotografiert und das Wasser auch. Wie alt bist du? Welches Endlevel hast du? Bist du ein Phantom? Wo bist du? Alter, wo bist du? Wo ist mein Auto? Heißt das doch. Wo ist mein Auto? Alter! Welche Priorität hast du? Sweet! Dude! Sweet! Welches Tattoo hab ich? Impfpriorität. Welche Impfpriorität hast du? Wer ist da im Hintergrund gestorben? Wie alt bist du? Wo ist er denn vorhin gespawnt? Habt ihr dieses Video gesehen auf Twitter mit dem Typen, der die Covid-Idioten zusammengeschnitten hat, wo da am Ende einer ist mit ja, jetzt, das ist ein Feind, mit dem kannst du doch nicht reden, hör doch auf! Und der immer gesagt hat, hey, lass mich doch mal! Das ist so toll! Wo ist er denn gespawnt, wenn ich mal fragen darf? Ja, hier, wo der Schuh hier liegt. So ungefähr, hier so. Ja, der Raum, es gibt nur einen, richtig. Es gibt nur einen einzigen Raum da. Das ist schlimmer als im Keller, da gibt es nämlich Dutzende von Räumen. Weiß er, dass er das spawnt? Ja, er weiß, dass er das spawnt, glaube ich. Sicher? Also was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt nur Gefriertemperaturen. Ja. Und Blacky sagt, Kitty? Wie alt bist du? Er hat eine hohe Prio, er wird am 18. Mai geimpft. Yay, du wirst vor meinem Geburtstag geimpft, das ist schön.
Mit was wirst du denn geimpft? Smarties. Mit Smarties, genau. Weil Smarties ist das Einzige, was ich noch krieg. Oh Mann. Dann hat sich das mit der, Dingens hier. Schön. Was? Siehst du das Buch? Ja, es hängt so in der Luft irgendwie. So, es klappt so. Ja. Hier ist eindeutig ein Geister-Event. Wie hat es das gemacht? Moment, ich weg. Mach's nochmal. Oh, jetzt. Mach's nochmal. Dasselbe Buch nochmal. Genau. Ja, es ist auch gut. Weil ich es noch einsackt. Wieso habe ich jetzt auf einmal gerade so ein Ja, wir haben es gleich gekriegt. Ja, wenn also, Satt nimmt das mit dem das Buch im Bett lesen sehr wörtlich. Hängst du im Buch drin? Im Bett drin? Ja, es hängt so halb im Bett drin. Ja, das mit dem Game-Stuff. Ah, du kriegst das Game. Jetzt trampelt er auf dem Buch rum. Ja. Moment, vielleicht kriege ich es ja nochmal zum Flippen. Nur damit ihr es wisst, ne? Das Kruzifix ist halb weg. Ist uns egal, das ist ein Snack wert. Ja, nachdem ich 3/4 der Ausrüstung gestiftet habe. Geh. Das ist sogar dem Geist. Was machen die Idioten? Das ist einfach sogar dem Geist zu. Ja, ich verstehe den Geist vollkommen. Da, Kamera, für den Fall, dass er auftaucht. Wieso? Ich wollte jetzt hier nicht drin bleiben, ich gehe jetzt. Ach, jetzt plötzlich. Okay, das war übernatürlich genug, ich nehme jetzt mal Pillen. Ja, weil du schon einmal durch bist, ne? Mhm. Ich bin schon bei 40% gewesen. Ja, aber ich rede doch gar nicht. Dex auch. Und ach, ihr alle müsst Pillen nehmen. So. Mir ist tatsächlich ja, dass wir jetzt tatsächlich die Impfzentren schließen. Sieht's bei mir richtig scheiße aus, zwecks Hausarzt und so. Mhm. Weil ich zum mit einen viel Stuff, also mit BioNTech. Weil ich zum einen viel zu gesund bin und das letzte Mal war ich beim Hausarzt 2018, wenn überhaupt. Und meine einzige Hoffnung ist aktuell tatsächlich, dass die auf die Idee kommen, von der Firma die Leute zu impfen. Also, dass die Firma auf die Idee kommt, das Zeug zu kaufen und zu impfen. Ja, mein Fingerprint. Sieht's übel aus. Hast du ein Foto? Hier oben liegt einer rum. Ja, den habe ich da hingelegt. Für dich. Also, danke. Wir haben. Haben wir jetzt Gefriertemperaturen und Fingerabdruck? Ja. Gespenst? Banshee? Ja. Es ist eine Banshee, so wie er mit dem Buch rumspielt. Spirit Box und EMF 5. Was hat das EMF? Die Banshee. Dann ist es die Banshee. Auch wenn es bis jetzt nur ein 4er EMF war. Weil, das Gespenst macht Spirit Box. Ja, dann ist es die Banshee. Mit Sicherheit. Ja. Warum, okay. Wenn ich fragen darf? Weil die Spirit Box nicht anspricht und das EMF 4 hatte. Autsch, 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 autsch. Tut dir nicht weh? Warum hab ich eine Hose an? Keine Ahnung. Du streamst gerade nicht, oder? Kein Homeoffice? Ah. Streamen wird doch nicht das Prozent. Was machen wir jetzt? Ich lege ein weiteres Kreuz. Und habe ein weiteres EMF. Ah, ich sehe es. Erscheine! Oh Gott. Wo bist du? Wo bist du? Hey, Otter! Was? Hose ich bist du Otter nicht? Wie man einen Otter aus dem Lurk holt. Man redet über Hosen. Mhm. Wie alt bist du? Und fragt sich, warum man welche anhat. Wo bist du? Wo bist du? Hat er nicht. Homeoffice. Piep, piep. Mäp, mäp. Come on. Come on. Hallo? Irgendwer ist durch irgendeinen... Hey, Kali. Genau. Was? Ja.
Meine Eltern kriegen morgen ihre zweite. Ich dachte schon, ihre Hosen. Ihre zweite Hose im Leben. Ja, die zweite Hose hat keine Taschen. Nee, die letzte Hose hat keine Taschen. Es ging ein bisschen anders, aber ja. Stimmt trotzdem. Ja, weiß ja nicht. Keks, wir haben Keks und Otter. Ja, wer hat das gemacht? Das EMS kann man von hier aus nicht lesen. Mit zwei. Dazu sag ich nichts. Hey, Keks. Okay, was hat der Otter genommen und warum hat er uns nichts abgegeben? Weil der Otter ein sehr egoistischer Otter ist. Ah, das erklärt's. Ach nö, jetzt macht er das Buch kaputt. Ich hab hier einen Dreier. Nee, ich hab das Buch gerade genommen. Sag ich doch. So, sag mal, Sati, hast du jetzt schon angefangen, Staffel 6 von den Agents zu gucken? Agents of Shield? Glaube, ja. Ja, okay. Natürlich. Moment, Agents ja. of Shield? Habe ich ja. gerade fertig geguckt. Okay, alles. Ich bin jetzt nämlich, ich habe nämlich festgestellt, dass ich irgendwie bei Staffel 4 aufgehört hatte. Jetzt gucke ich erstmal noch Staffel 5. Mir sind ein paar sehr schöne Easter Eggs aufgefallen. Mhm. Unter anderem sind sie in einer Folge, holen sie irgendwas aus so einer Lagerhalle. Der Dings, und da steht oben auf dem Regal steht die Bundeslade drauf. Ja. Also das ist eine Kiste, wo Wehrmacht draufsteht. Was wird da wohl? Ich habe auch Fingerabdrücke, obwohl ich da nichts reingemacht habe. Ich habe Fingerabdrücke gefunden und Interaktion. Ja, ich habe Alkmelone. Ich will auch. Die habe ich ja fotografiert. Ja, aber ich habe auch nochmal Fingerabdrücke und zwar eben. Der kann ja mehrfach Fingerabdrücke hier. Ist das so, wenn man eine Melone nimmt, ein Loch reinmacht und dann eine Flasche Wodka reinschraubt? Ja. Sowas mache ich mir definitiv irgendwann mal für die Arbeit. So, wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Ja, ich gehe. Wenn ich es richtig mache, mache ich es an einem Samstag und teile mit den Kollegen. Wo war der Geist? Ach, hier da oben. Ah, mit dem Kollegen. Also ich kann dir nicht sagen, mit dem Kollegen, verstehe. Vorhin ist er mir aus dem Badezimmer entgegengekommen. Das kann natürlich auch sein. War heute beim Hausarzt wegen meinen Blutwerten und er meinte dann so, wenn Sie wollen, können Sie am 18. geimpft werden. Da musste ich nicht lange überlegen. Ja, verstehe ich, hätte ich auch. Ja, ich auch. Also tatsächlich, ich bin... Ich habe ein Bild gemacht. Von was? Vom Geist. Ja, hat er. Komm raus. Yep. Wir können fahren. Der ist ja hübsch. Ne, hat eine schöne Axt. Agents of S.H.I.E.L.D., Haru. Agents of... Ich hab das Ende... Wo hast du den gefunden? Der kam aus dem Bad, wie man sieht auf dem Bild. Ja. Ich hab die letzte Staffel von Wynonna. Sag ich doch. War vorhin irgendwie ganz komisch. Und nachdem also ich jetzt WandaVision geguckt habe und dann, wie hieß das andere? Falcon and the Winter Soldier und dann habe ich gedacht, jetzt das viel gucken und dann hast du alles durch. Nee, dann hast du ja theoretisch, müsst du Inhumans auch noch gucken. Nein, willst du nicht. Müsstest du theoretisch. Müsstest du, willst du aber nicht. Ich hab's noch nicht mal angefangen. Inhumans habe ich mir angeschaut, das ist die schlechteste Marvel-Serie, die es gibt. Ah, okay. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Sagen, aber ich will's nicht wissen. Ja, weil nur jede zweite Silbe rüberkam. Haben wir jetzt eigentlich alles eingestellt? Hast du die David Hasselhoff noch vor uns jetzt gefunden? Also wir wollten immer noch eben nicht. Ich suche noch. Wir hatten ja eben F4, hast du gesagt. Ja. Weil ich das auch wird nicht trotzdem Benji sein. Also ich vermute ganz stark, es ist Benji. Du kannst gerne nochmal gucken und die Geisterbox bemühen, aber... Also ich habe 26. Agents of S.H.I.E.L.D. ist also manchmal hast da du können, wirklich diese What the fuck. Da können auch noch andere gehen, die über 60 sind. Aber das ist halt einfach ziemlich geil. Ja, das ist manchmal ziemlich gut, ja. Es sind trotzdem die durchschnittliche, also von daher ist es egal, wer geht. Ich gehe nicht. Ich gehe auch nicht. Dann lassen wir es. Und Agents of S.H.I.E.L.D. ist super. Ja. Wie gesagt, es ist halt, du hast teilweise Sachen, die ein bisschen what the fuck sind, aber gut, im Großen und Ganzen nicht so. Richtig. Also meistens haben die letzte Folge einer Staffel ist meistens ziemlich episch. Ja. Ja. Und lustig, vor allem wenn Coulson einfach die geilen Sprüche bekommt und sagt, oh, ist geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Ah, Haru hat kein Disney Plus. Ah, das ist schlecht. Also Haru und Keks.